Hi, ich bin die Hanna und ich suche auf diesen Wegen einen Lebenspartner. Und ich bin arbeitslos seit 40 Jahren, ich bin 25 und habe 3 Kinder. Pascal, die Jacqueline und die Jacqueline Chantal. Und ja, wenn du auch Hartz IV bist, dann melde dich bei mir. Peace. Au, da geht sich meine Hüfte an. Heute. Es geht ausnahmsweise nicht um die Let's Plays, die zurzeit pausiert sind, sondern um etwas anderes, was mich beschäftigt, und zwar um DSDS. Danach gesucht den Supergamer. Der Wettbewerb, bei dem ich ja mitgemacht habe, ich betone das habe, denn ich trete zurück, ich höre auf. Ihr habt mich, oder du hast mich in die vierte Runde, oder Runde vier, wie man will, ja, reingevotet. Aber ich trete aus, das muss ich jetzt leider so mitteilen, aber ich trete halt zurück. Würde weiter zurücktreten, wenn ich Platz habe. Erstmal zuallererstes an die liebe Damakasch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles überhaupt auf die Beine zu stellen, weil ich mir vorstellen kann, was das alles für Arbeit ist, alles zu koordinieren, dann wenn solche Chaoten wie ich sind, die dort verpassen, das Video pünktlich einzuschicken. Also erstmal da ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du alles auf die Beine stellst. Ein ganz großes Lob. Also ich muss sagen, es sind richtig geile Spiele, die du da ausgesucht hast. Kostenlos, schnell zum Runterladen. Einfach zu kapieren für mich. Dumm, aber glücklich. Nein, also nochmal ein ganz großes Dankeschön und Lob, dass du das alles auf die Beine gestellt hast für uns. Hat mir echt mega, mega Spaß gemacht. Da, erstmal, ne? Dankeschön an die Damakasch. Dann nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an die lieben Zuschauer, die mich für mich gewotet haben, die mich immer weiter in die nächsten Runden gewotet haben. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich überhaupt die erste Runde überlebe. Aber echt ganz Herz für die besten Zuschauer, die ich kenne und habe. Also wirklich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr mich weitergewählt habt. Ich muss was sagen, ich kann nicht behaupten, dass ich die meisten Likes habe, aber ich kann was viel Besseres behaupten. Ich habe in den meisten Fällen 0 Dislikes. Und das soll mir schon was sagen. Ja. Ich sage nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dankeschön an die lieben Zuschauer, die für mich gewotet haben. Die hoffentlich ehrlich gewotet haben. Nicht einfach, oh, komm, ich mach Daumen nach oben, dann hält die Klappe. Also da ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Ja, jetzt kommt es zu den Gründen, mehr oder weniger, warum ich aufgehört habe. Ich finde es ein bisschen, also wie gesagt, das Ganze ist sehr gut aufgebaut. Das Problem ist nur, die Endrunden ist eigentlich der Gewinner so ein bisschen klar. Das ist genau wie in den Fernsehserien, so ein bisschen, bloß jetzt extremer. Der Gewinner ist der, der die größte Community hat. Wenn man ehrlich ist, wenn ich jetzt einen Aufruf starte mit 30 Videoaufrufen, dann können ja maximal 30, das Gesichtserkennungskästchen hier verwirrt mich, wenn ich einen Aufruf starte, ein Aufrufvideo, sag mal, votet für mich, und das maximal 30 Leute gucken, dann können ja maximal 30 Leute auch dorthin gehen und Daumen nach oben machen. Also kriege ich maximal 30 Daumen. Macht natürlich nicht jeder mit, also sagen wir mal 10 Daumen. Wenn jetzt jemand mit 300 Abonnenten oder 600 Abonnenten, also 600 Videoaufrufen, dort einen Aufruf startet, ist natürlich da die Chance viel größer, dass der mehr Daumen kriegt als ich. Habe ich mir ehrlich gesagt von Anfang an schon denken können, wäre in den letzten Runden eigentlich eine neutrale Jury am besten. Aber ich mische mich da nicht rein, und wie gesagt, das Ganze ist eigentlich ganz geil aufgebaut. Ich will mich da auch nicht beschweren, also nicht falsch verstehen. Ich rede schon wieder, wie schnell ein Pferd rennen kann. Und ich will mich da nicht beschweren. Ich finde es halt immer noch ein bisschen blöd, dass halt diese kleineren Leute, ich will jetzt nicht sagen wie ich, aber diese kleineren Leute halt immer weniger Chancen haben zu gewinnen als diese großen. Wobei man jetzt natürlich auch sagen könnte, ja, du willst ja wahrscheinlich gar nicht gewinnen, weil du hörst ja jetzt freiwillig auf, und klar, dass du nicht gewinnen kannst. Ist auch richtig. Aber ich höre aus dem ganz einfachen Grund aus, weil mir das im Moment zu sehr Kindergarten ist. Ich meine, ich bin jetzt 18 Jahre, ich tänzel wie eine Ballerina. Ich bin 18 Jahre, ich bin selbst jung und stelle mich manchmal echt sehr kindisch und blöd an. Aber das ist ja echt Kindergarten, was hier seit gestern eigentlich abgeht. Erstmal, warum ich genau aussteige, das ist ja so,
ich sage hier meine konstruktive Kritik in diesem Video. Das heißt, es ist kein Hate, ich beleidige keinen, ich bin weder rassistisch noch feministisch noch maskulinistisch, keine Ahnung. Ich mache niemanden runter, ich bin einfach nur, ich sage meine Meinung in diesem Video. Also das möchte man auch nochmal gesagt haben, es ist meine Meinung, die ich hier verbreite. Und wenn du sie nicht sehen willst, dann kannst du gerne wegschalten. Meinetwegen, deabonniere mich, gib mir einen Daumen nach unten. Mach, wie du das für richtig hältst, aber es ist meine Meinung. Und ich finde schon, dass man das Recht hat, seine eigene Meinung zu verteilen. Und ja, ausgestiegen bin ich einfach, damit es jetzt nicht heißt, ja, du bist ja nur sauer, weil du nie... Warte. Du bist ja nur sauer, weil du jetzt rausgeflogen bist, nicht gewinnen kannst. Deswegen willst du jetzt Hass schieben, ja? Oder Möglichkeit 2. Ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit jetzt haben, damit mehr Leute deine Videos gucken, damit du weiterkommst, ja? Das will ich mir somit ersparen. Es möge gemerkt sein. Ich halte mich da jetzt komplett raus. Es ist einfach, ich habe jetzt, das ist mir bei 2 Beiträgen aufgefallen von dieser Gruppe, die eine sehr starke Gruppe war, wo ich eigentlich auch nicht gedacht habe, dass ich mithalten kann. Da waren 2 Videos dabei, bei dem einen habe ich einen Kommentar gelesen, das war so ein bisschen Kritik. Muss ich sagen, Kritik, fand ich geil, die Kritik. Ist Daumen nach oben, gebe ich offen zu, Daumen nach oben. Sag nicht welche Kritik, ich sage nicht welches Video. Daumen nach oben. Fand ich echt geil. Muss ich sagen, ist ja anscheinend doch was gewesen, was mehrere gedacht haben. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der es gedacht hat und sie nicht getraut hat auszusprechen. Und warum ich mir das nicht getraut habe auszusprechen, hat man ja gemerkt. Denn dieses Kommentar wurde als Hate, nicht konstruktiv und beleidigend, persönlich beleidigend abgestempelt. Wobei ich eigentlich, ich habe mich, ganz ehrlich, habe mich amüsiert. Ich habe mich doch echt amüsiert. Dieses Kommentar, also das ist, diese Seite ist das Kommentar, dieses Kommentar, was Kritik ist oder was Hate ist, wurde so voll gehatet, dass diese Antworten von den Betroffenen und von Nicht-Betroffenen eigentlich, also dass diese Kommentare auf die Kritik viel mehr Hate waren für mich, als diese Kritik selbst. Also so habe ich das jetzt empfunden, dass dieses Kommentar, was Hate war, viel mehr weggehatet wurde, als es eigentlich selbst Hate war. Das klingt kompliziert. Heißt, die Leute haben irgendwas, haben mehr gehatet als der angebliche Hater selbst. Also war jetzt mein Empfinden. Ich fand es eigentlich echt lächerlich, dass dieses Kommentar, diese Kritik so gehatet wurde. Ich meine, Hate für mich ist was anderes. Wenn ich ein Hater wäre, hätte ich gesagt, du bist scheiße, du sterben, egal was du machst, deine Videos sind kacke. Das wäre jetzt für mich Hate, aber nicht jetzt zum Beispiel, ja, dein Video war jetzt das zweitschlechteste oder das schlechteste in der Gruppe. Und ja, wäre jetzt für mich jetzt nicht direkt Hate, wäre zwar... Kann man anders formulieren, muss man aber nicht, aber ist für mich jetzt kein Hate. Ja, ist also schon Grund für mich eins, dass diese Kritik zu Hate gemacht wurde, dass so da noch was drauf und da und das ist jetzt Hate. Und dass dieser Hate zugehatet wurde eigentlich. Das heißt, diese Leute haben sich beschwert, dass sie gehatet werden, haben aber selbst gehatet. Fand ich schon geil, fand ich lustig. Muss ich sagen, war ich so kurz davor, mir einen Fake-Account anzulegen, meinen eigenen, nochmal einen Kommentar drunter zu schreiben, meine eigene Meinung. Weil ich traue mich auch immer da, da traut man sich da nicht, weil man ist ja in dieser Gruppe drin. Wenn man da was Schlechtes schreibt, dann heißt es ja, du willst ja nur gewinnen, du gönnst keinem was und Konkurrenzdenken. Und es ist echt schlimm, es ist wie bei den wilden Tieren. Man gönnt keinen dem anderen. Und dann war noch eine Sache, die habe ich gestern Abend noch entdeckt. Also da habe ich wirklich, man stellt sich vor, das ist eine Wand. Menschheit, wie konntest du das tun? Also habe ich mir gedacht, ich bin echt im Kindergarten. Da kamen dann Sachen, dass man Dislikes hat, weil Konkurrenten die anderen Konkurrenten mies bewerten, nur um selbst zu gewinnen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch manche Videos meinen Konkurrenten negativ bewertet. Ich habe sie aber auch positiv bewertet. Das hat rein gar nichts damit zu tun, dass ich gewinnen will. Das ist ganz einfach aus dem Grund, wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich einen Daumen nach unten. Und wenn mir was gefällt, dann mache ich einen Daumen nach oben. Das hat nichts mit Konkurrenzdenken zu tun, Leute. Das hat auch nichts mit, ja, ich will nur gewinnen zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, wenn mir was nicht gefällt, dann darf ich doch wohl das Recht, es zu bewerten. Dann gebe ich auch einen Daumen nach unten. Weil ich meine, dafür gefällt es mir nicht, dafür ist die Option da, Daumen nach unten. Und wenn mir was gefällt, dann gebe ich einen Daumen nach oben. Und wenn der meiner Gruppe ist, dann ist mir das egal. Ich bewerte neutral. Ich habe auch mir schon einen Daumen
Daumen nach unten gegeben hat, wenn mein Video nicht gefallen hat. Also so bin ich da ja nicht, ne? Ich bewerte da wirklich neutral. Ich lese auch keine Namen und nichts. Ich meine, die meisten kenne ich eh nicht. Ich lese auch keine Namen oder so. Ich gucke mir auch nicht die Kanäle an, was die sonst so machen, die Leute. Ich tue wirklich rein nach den Videos neutral bewerten. Wenn mir was nicht gefällt, dann gibt es einen Daumen nach unten. Entschuldigt, Leute, aber das ist so. Und ich meine, das ist ein Contest. Da kann man so und so bewerten. Das ist ein Contest. Und kein, wer hat die meisten Daumen nach oben, Dinger. Also eigentlich ja schon, aber verstehst, was ich meine, ne? Du bist auf meiner Wellenlänge. Oder auch nicht, je nachdem. Nein, also wie gesagt, das ist, wenn mir was nicht gefällt, dann gebe ich einen Daumen nach unten. Aber wenn dann solche Äußerungen kommen wie, es gibt Fake-Accounts von den Konkurrenten, nur damit ich negativ bewerten kann, damit mein Konkurrent richtig am Arsch ist. Aber was soll das? Ja, ich muss sagen, ich war so kurz davor, einen Fake-Account anzulegen. Aber nicht, um gewisse Leute negativ zu bewerten, sondern meine Meinung zu vertreten. Man kann ja seine Meinung anders gar nicht vertreten. Wie will ich denn meine Meinung vertreten? Dann ist es ja sofort Hate. Wenn ich was schreibe, dann ist es sofort Hate. Oder ich habe negativ bewertet, um zu gewinnen. Oder ich habe Fake-Accounts, um zu gewinnen. Egal, was man macht, das ist alles dieses Konkurrenzdenken. Man gönnt wirklich niemandem was. Und es ist wirklich, ich will auch meine Meinung selbst äußern. Es hat nichts damit zu tun, ja, ich habe bis jetzt immer so wenig Dislikes gehabt, 0 Dislikes und auf einmal ist es so viel. Oh, wo kommt das denn her? Ich bin doch nicht schlecht. Das müssen die Konkurrenten sein. Die haben es auf mich abgesehen. Nur auf mich. Die haben es auf mich abgesehen, die Nigger. Mich, auf mich. Nichts gegen, nee, nicht rassistisch. Die haben es auf mich abgesehen, die blöden Nutella-Schnitten. Und das ist was, wo ich mir denke, Leute, keiner, okay, vielleicht gibt es Leute, die haben es auf einen anderen abgesehen. Aber ich kann von mir persönlich sagen, ich bewerte neutral, ob mich selbst, Leute, die ich kenne oder die ich nicht kenne. Es gibt auch einige Kanäle, wo ich mir dachte, naja, der ist cool, der Typ. Ich mag den seine Videos. Ich mag den seine Videos echt gern. Der hat vielleicht sogar ein Abo von mir. Aber das Video ist kacke. Oder nicht kacke, aber, also es ist jetzt nicht der Fall, aber nur als Beispiel. Dann sage ich doch auch nicht, naja, wisst ihr was, ich mag den Typen. Und die anderen Videos sind ja auch schnieke. Ich gebe den einfach einen Daumen nach oben, das war jetzt halt ein Reinfall. Nein, egal ob ich den kenne oder nicht. Wenn mir das Video nicht gefällt, dann bewerte ich das auch so. Ich meine, dafür ist es ja auch anonym, oder? So ein bisschen, aber es wird halt immer gleich auf den Pranger gestellt. Und das ist was, wo ich mir sagen musste, Dislikes, Konkurrentenkampf, alle bewerten den anderen schlecht. Oder, Fake-Accounts, nein, wie furchtbar. Extra Fake-Accounts. Klar, ich habe mir gleich 5 Stück gemacht. Ah, nee, warte mal. 6 Stück, entschuldige, ich habe jetzt gleich 6 Fake-Accounts gemacht. Mein, da haut es mir gleich alles raus. Ich muss sagen, ich bin echt, ich habe so einen Hals. Ich könnte echt Kopf gegen die Wand schlagen. Ich versuche sachlich zu bleiben. Und es ist echt Wahnsinn. Und was ich auch noch sagen will, zum Thema Tittenbonus. Mädchen Tittenbonus, Frauen Tittenbonus. Ja, natürlich gibt's den Tittenbonus. Darf keiner bestreiten. Natürlich gibt's den Tittenbonus. Manche Männer liken oder gucken Videos, weil Frauen Brüste haben. Es gibt den Tittenbonus. Er ist überall. Er ist hier. Er ist da. Er ist hier. Es gibt den Tittenbonus. Aber es darf auch keiner vergessen, es gibt den Facecam-Bonus. Es gibt für manche Frauen den Bart-Bonus. Es gibt den, was weiß ich, Bonus. Es gibt alles Mögliche. Manche gucken nur Videos und liken Videos, weil der Typ mit Facecam da sitzt und einen Bart hat. Jetzt mal als Beispiel. Wie gesagt, es gibt Tittenbonus. Es gibt, ich kenne Leute, die gucken nur Videos von dem Typ an, weil der Facecam und blonde Haare, blaue Augen, braune Augen hat. Dann ist das halt so. Egal wie scheiße der ist, der sieht schnieke aus. Und genauso ist es bei Frauen auch. Wir haben den Tittenbonus, natürlich. Aber Männer haben auch einen, was weiß ich, Schwanzbonus oder anderen Bonus, natürlich, es gibt Bonus und jeder hat sich Vorteile. Aber das, man das eigentlich, das ist kein Tittenbonus, das gibt's nicht. Wir sind ja eine gerechte Welt, da gibt's sowas nicht. Das ist so, sowas gibt's nun mal. Das gehört dazu. Aber, ja, kann man nicht sagen. Am Ende möchte ich nur noch mal ganz herzliches Dankeschön noch an die Damakasch noch mal sagen. Ich hab's heute drauf. Einfach, dass sie die Lollis der Versöhnung gereicht hat. Hier, Lollis einfügen. Und wirklich neutral kommentiert hat. Versucht hat, die Sache zu klären, was ich auch sehr amüsant finde.
Also erstmal ganz herzlichen Dank an die Damakashi, die alles geregelt hat. Ja, tut mir leid, ich will das so nicht weitermachen. Also in dem Kindergarten will ich nicht mitmachen. Wenn ich Contest im Kindergarten machen will, ich habe gleich einen in der Nachbarschaft, gleich hier nebenan, ne? Muss ich nur vor einmal auf den Balkon springen, dann bin ich schon dort. Mache ich dort einen Contest? Baue ich dort um die Wette Bausteine? Dann kann ich auch sagen, ey, du hast mir Double Hot gegeben mit 3 Fake-Accounts, du Posterfressender Milchmax-Mixer. So, das ist die neue Beleidigung, Milchmax-Mixer. Bam. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt. Hau mir den Kopf gegen die Wand, geh erstmal ein Eis schlecken, mich ein bisschen beruhigen, weil es hat mich echt aufgeregt. Und muss sagen, ja, viel Spaß noch. Ich wünsche den meisten Teilnehmern des Contests viel Glück, viel Erfolg. Weiterhin tue ich natürlich neutral bewerten. Das hängt jetzt auch nicht ab mit dem, was jetzt an Kommentaren oder an sonstigen passiert ist. Also ich sage jetzt auch nicht, ach, du hast so einen Scheiß geschrieben an Kommentaren, du hast so einen Scheiß verzapft, den bewerte ich negativ. Nein, ich bewerte trotzdem weiterhin neutral, habe ich schon immer gemacht, mache ich auch. Steht mir auch nicht so wirklich so dieses Gehässige, ne? Findest du auch, ja, ne? Und von dem her sage ich jetzt, viel Spaß den meisten, also viel Spaß allen, viel Glück und Erfolg den meisten im Contest. Möge der gewinnen, der es verdient hat. Ja, ich verabschiede mich, hoffe, ich habe nicht allzu viele Hater auf mich gezogen. Wenn nicht, ist es mir nicht in dem Fall auch egal, denn ich habe meine Meinung gesagt, musste jetzt mal raus. Ich habe extra aufgehört, ne? Nur damit sich heißt, ich will mir Vorteile verschaffen und andere aufhetzen. Ja, verabschiede mich und ich muss sagen, tschüss Menschheit, du hast mich wieder einmal enttäuscht. Tschüss.